Robert? Robert, hallo. Ja, jetzt sehe ich dich. Hallo, ja, sind wir. Wir waren gerade einkaufen. Zeigst du mir die Sachen, die man kauft? Ja, wir waren auf jeden Fall im Prater und wir haben so eine Glücksdose gewonnen und die Anna... Die Anna hat sich die Karten gekauft und Schokolade. Du, die Verbindung, die ist so schlecht. Ruf mich bitte an. Sprich mir, dass du nichts sagst. Ja. Robert? Hallo. Ja. Ja, jetzt höre ich dich. Ja, die sind da. Ja, die auch. Ich habe nachgesehen. Ja. Wo bist du? Geht nicht. Ich kann es nicht finden. Musst du immer alles sofort haben wollen? Ja, das geht nicht. Okay. Warte mal kurz. Wir müssen aussteigen. Nein. Es bleibt wie ausgemacht. Sie kommt nach der Arbeit zu dir. Bitte. Anna, komm mit. Komm. Komm. Das sind Mal- und Schreibsachen. Anna? Du hast die Karten vergessen. Für Freitag. Anna, hör mir mal bitte kurz zu. Ich muss jetzt arbeiten. Und mein Chef kann jeden Moment vorbeikommen. Und er hat es nicht so gern, wenn Kinder im Eingangsbereich herumspielen. Versprich mir, dass du da bleibst. Ja. Mach deine Hausaufgaben. Hol deine Hefte raus. Hab ich schon. Na gut. Ich muss los.
das Wochenende mit meiner Mutter. Heute war Freitag. Zuerst sind wir in den Park gegangen. Das war nicht ausgemacht. Nein. Dann ins Kino und danach was essen. Sie ist jemand, zu dem ich aufsehe und gern Zeit verbringe. Du hast ihn angelogen. Ich weiß. Schlafen. Nein, ich bin nur kurz eingenickt. Hast die Karten gefunden? Ja. Und die hier auch? Teil aus. Wenn du zweimal gewinnst, darfst du mit deinen Freunden in den Prater gehen. Wenn ich gewinne, musst du mit mir gehen. Okay. Viel? Keine. Ja, dann hast du ein gutes Blatt. Zeig. Ich muss kurz zum Telefonieren. Nein, Robert, das geht nicht. Das nutzt nichts, dass du mir das jetzt erklärst. Heute Abend nicht. Das geht dich nichts an. Das ist dein Problem. Muss ich jetzt heute Abend auf sie aufpassen? Wir hören uns später. Ich glaube, das wird bis zur Decke hoch. Das glaube ich auch.